Ich habe mich jetzt hier in die Nähe des Ausgrabungsortes gebeamt, wo Odin sich befinden sollte. Lassen wir nochmal die Geschehnisse ein bisschen Revue passieren lassen. Also, es ist jetzt viel, 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 viel passiert. Wir haben viele Mini-Quests abgeschlossen und wir haben die eine der Hauptquests abgeschlossen, der drohende Schatten. Und damit würde ich sagen, hier wird schon wieder gekämpft, ne? Und ich verstecke mich mal hier kurz. Also, damit, wir haben den König gerettet, damit steht Avad, Marad und Erend in unserer Schuld, in unserer ewigen Schuld. Wir haben sie gerettet. Leider hat es Ersa nicht geschafft. Na, was entdeckt ihr da gerade? Oh Gott, jetzt geht's hier schon wieder heiß her, ne? Ich mach doch gar nichts. Alter. Was ist denn da schon wieder los, Leute? Kaum bin ich hier, ist schon wieder ein Kampf irgendwo. Ich weiß gar nicht, wer die Maschinen hier provoziert. Was ist denn los, Freunde? Ich bin doch gerne mal 2 Minuten hier. Alter, ich flippe aus. Der beate Usegocke ist auf 180. Heute wollen wir endlich mal mit der Hauptstory weitermachen. Entschuldigung. Mit der Hauptstory und die ist 170 Schritte entfernt. Oder muss ich dahin? Ich bin mir gerade unsicher. Eloy will immer noch wissen, was das mit Olin auf sich hat. Wer die Mörder waren. Oh, das nehme ich mal kurz mit. Kleinen Moment. Okay. Und dem werden wir jetzt auf die Spur gehen. Oh Mann, Leute. Ich werde mal den Laden ein bisschen aufmischen. Ja, macht mal, alles gut. So, dann kann ich nämlich jetzt in Ruhe dahin gehen. Das sieht nach einer Ausgrabungsstätte aus. Betritt die Ausgrabungsstätte. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Okay. Was machen die da? Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Was? Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Ein weiter Weg von der Zitadelle, Aloy. Du, was hast du getan?
Ich habe die Fokusse deaktiviert, was dir sehr hilft. Doch ich weiß nicht, wie lange. An deiner Stelle würde ich mich beeilen. Wer bist du? Schon wieder diese mysteriöse Stimme. Wer ist dieser Kerl? Anscheinend hilft er uns, aber wer ist dieser Kerl? Oh Gott. Entschuldigung, dass ich gerade so ruhig bin. Ich bin gerade konzentriert. Was ist los, Olin? Wo sind denn jetzt die anderen hin? Hä? Da. Nee, das ist ein Panzerwanderer. Da oben. Rede mit Olin. Na, das wird ja jetzt interessant. Rede. Sofort. Hör mich an. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Mhm. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl, ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Oh Gott. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie?
Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile. Doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Mann, ey. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avat heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Gott. Okay, also hatte er eigentlich keine wirkliche Wahl. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Bestimmt. Oh Gott, tilge deine Schuld. Dein Leben ist verwirkt. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Während ich dich verfolgt habe, dachte ich, diese Entscheidung wäre leicht. Sie ist es nicht. Sie hatten dich dabei in der Hand. Ja. Vielleicht bist du kein böser Mensch, sondern nur schwach. Das stimmt. Kraft gefunden habe ich immer nur durch meine Familie. Du verdienst den Tod. Und doch. Ich weiß, was ich verdiene, Aloy. Zögere nicht. Oh Gott. Ich kann ihn nicht umbringen, weil sie hatten ihn in der Hand, wie sie es sagte, wurde gezwungen, sonst hätte seine Familie dran glauben müssen. Es sind so viele Nora gestorben, die Tochter, die Vala ist gestorben, der Bast ist gestorben, ich weiß, ich mag ihn nicht wirklich, aber der Bast ist gestorben und viele andere mussten bei der Erprobung sterben, wegen ihm, aber letztendlich, ja, ich kann es nicht. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Ja. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Die Stadt der Sonne. Nee, ich hätte ihn echt nicht umbringen können. Ich meine, er war ihre Marionette. Er konnte nichts tun. Schöpfers Ende. Wir werden jetzt das noch machen. Kollateralschaden. Wir gehen jetzt mal dahin. Da ist er wahrscheinlich, ne? Als würde man die Haut mit Schleifpapier bearbeiten. Du
Du musst mir irgendwann mal zeigen, wie du das machst. Aloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Okay. Da ist es, da neben den Spornfelsen. Nicht über die Vorbesitzer nachdenken. Ach, zu spät. Ja. Jetzt, wo du es gesagt hast. Schade, dass wir Olin nicht weiter im Verlauf des Spiels sehen. Das finde ich schade. Der ist ein interessanter Charakter eigentlich. Okay. Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Mhm. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Mhm. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Alles Muskeln. Soll ich das allein machen? Du könntest es bestimmt, aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Hm. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Hm. Ach komm, wir kriegen das alleine hin. Nein, warte hier. Sei bereit, wenn das Kämpfen vorbei ist. Oh, ich bin bereit. Wir kriegen das auch alleine hin. Okay, da ist schon mal einer. Okay, ich glaube, wir haben sogar jetzt schon fast alle erwischt hier. So viele sind das ja anscheinend gar nicht. So, erstmal schön die Kultisten ausräumen hier. Ausräumen, ausrauben. Mein Deutsch ist heute auch wieder hervorragend. So. Was? Was? Ich weiß, dass du da bist. Ich kann's förmlich riechen. Bam! Guten Tag. Nice to meet you. Sehr nice. Okay. Was ist hier? Hier müssen sie Olins Familie festhalten. Verriegelt. Hm. Jemand von der Eclipse hat den Schlüssel. Frage ist nur, wo? Ach, da oben. Natürlich müssen wir hochklettern. Gehöftschlüssel, da haben wir ihn. Siehst du, wir hätten Olin gar nicht gebraucht. Alles gut. Na los, na los. Da sind sie. Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Huch. Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung. Aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei? Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne.
Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt, ihn beschützt. Das ist wichtig. Und dein Mann wartet auf dich. Olin. Jetzt ist der Junge wieder da. Eben gerade in der Zwischensequenz war er nämlich hier schon am Weggehen. Ich dachte, der Bengel haut jetzt ab hier. Okay, die gehen da lang. Da steht er. Das Kämpfen hatte aufgehört. Olin! Du hast ihn hergebracht. Danke! Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olin. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olin, all deine Fehler. Mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Ja. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Das Kämpfen hatte aufgehört. Ach so. Aber es zeigt sich deutlich, dass er reumütig ist. Na, mein Kleiner. Und ich denke mal, er wird jetzt ein anderes Leben führen, um alles wieder gut zu machen. Okay. Gut, wir beamen uns mal, da ist der Turm, der hübsche Turm. Wir beamen uns jetzt, glaube ich, mal zur nächsten Hauptquest. Wo müssen wir denn jetzt hin? Schöpfers Ende, davon hat Olin erzählt. Aloy will in den verfallenen Ruinen einer alten Stadt mehr über die geheimnisvolle Frau erfahren, die ihr so ähnlich sieht. Suche nach Hinweisen auf die Identität der unbekannten Frau. Wer war sie? Das ist ein langes Stück und wir gehen da jetzt einmal hin. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Olin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr? So weit vom Noraland entfernt. Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobek. Du spionierst durch meinen Fokus. Das macht er gerne. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eclipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Okay. Wer ist der und woher weiß er das alles? Elizabeth Sobek, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Wir schnappen uns nochmal ein Reittier. So, komm her. Jetzt sind wir hier schon wieder in einer eisigen Wüste. Und die Maschine abgehängt, das ist gut. Oh. Die suchen mich. Genau da, wo er gesagt hat. Metall, Schock, Seilwerfer. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte! Und schon ist er wieder weg. Verdammt! Okay. Immer wieder dieser Unbekannte. Aber das Rätsel wird noch gelüftet. Verdorbene Wächter als Wachposten. Die Eclipse und verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie.
Ja, eine schrecklich nette Familie. Oh nein. Du rufst hier keinen ran. Love in the marriage, love in the marriage. Da 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 da. Oh. Einmal kurz hier. Na, wir schon. Haben ein Problem. Psst, nein, ihr habt kein Problem. Alles gut. Oh nein, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Das ist nicht gut. Das ist sehr unpassend. Was? Der hat mich noch gekriegt? Ich dachte, ich stehe weit genug entfernt. Schweinerei. Hm. Was ist hier? All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Ich weiß das nicht. Noch weiß ich das nicht. Okay, eigentlich weiß ich es, aber ich tue so, als ob ich es nicht weiß. Oh nee. Wieso haben die mich denn jetzt gesehen, verdammt? Och, nicht schon wieder. Lass mich doch in Ruhe. Ein Verderber. Das könnte schwierig werden. Nein, alles gut. Kriegen wir hin. Wieso hat er die nicht? Untersteh dich. Nein, du blendest mich jetzt nicht hier. Lass das. Na. Ich kann nicht mehr zielen. Ich kann nicht mehr zielen, Leute. Es ist vorbei. Müsste ich was anderes rauswerfen. So. Oh Mann, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe was im Auge. Das ist doch zum Mäusemelken. So. Hier geht's ruf. Ich hol mir noch Frostbeulen. Ernsthaft? Eine Explosion. Eloy, das ist jetzt deine kleinste Sorge. Okay. Altes Gefäß. Fumbleheads. Ich habe mir die doch gar nicht so angeguckt, ne? Aber wir haben schon 4, 5 davon gesammelt. Alter, was ist denn hier los? Noch eine Explosion. Was ist hier los? In der Hose. Ist ein Todbringer anscheinend. Kühlstäbe. Bauteil liegt frei, wenn die Maschine überhitzt. Zerstörung dieses Bauteils verursacht hohen Schaden. Maschine überhitzt schneller. Also müssen wir die Flammenwerfer, Granatwerfer, ein Geschützturm. Alter. Eine Trödelei! Bald ist der Dämon funktionstüchtig.
noch einen Todbringer an unserer Seite. Boah. Krasses Teil. Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Ja. Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Dann tun wir das. Ein Fokus. Wow. Ja. Alter. What the fuck? We did it! Das war einfach. Geht sofort los. Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay, dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Mhm. Mal sehen, was du zu sagen hast. Hm? Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Du musst irgendwie in den Turm kommen. Er genießt lieber und schweigt. Da führt er uns rein. Was ist das? Identiscan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte, treten Sie ein. Hast du es geschafft? Sie denkt sich auch, endlich Fortschritt. Kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrow. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Huch. Muss ich runter? Sind wir wieder in so einem Bunker hier gelandet, da? Ach, Frischluft, ich vermisse dich jetzt schon. Was ist jetzt hier los? Ich schaue mir mal ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir wieder irgendwelche Datenpunkte. Hier ist nix. Aber hier... Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen, Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben, also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut.
Wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Hm. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Okay. Begibt sich zu Ted Farrows Büro. Ist hier? Was haben wir hier noch? Oh, eine Vorratskiste. Ich glaube. So viel zum Thema leichtes Gepäck. 1500 Holz. Ja, das reicht. Ich glaube, hier werden wieder viele Datenpunkte sein, viel Lesen und so weiter. Also streckt sich die Folge auch schon wieder in die Länge. Es tut mir leid. Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Pharaoh Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Ja. Mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Pharaoh globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Pharaoh Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Pharaoh setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Pharaoh Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Focus gebaut. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt und Geräte. Sowas war in ihrer Welt wohl normal. Hier mit Datenpunkt Empfangsprotokoll. 9.54 Uhr. Ankunft von Feldkommandant Daying des Indomalianischen Agrarkonzerns und seiner Delegation. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10.15 Uhr gereicht. Gemäß Anweisung ausschließlich vegetarisches Essen. 10.07 Uhr Ankunft von Sandra Agnew, Vizepräsident für territoriale Integrität von Fresh Grounds Coffee Global und seinem Gefolge. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle gereicht. Gemäß Anweisung wird die Tacoma-Mischung von Fresh Grounds serviert, kein Kaffeeweißer. Was passiert ist? Ich rief das Sicherheitspersonal und das Hauspersonal, um den verschütteten Kaffee wegzuwischen, wobei der eher geworfen wurde. Mir war nicht klar, dass der idomalialische Konzern Kaffeebohnen anbaut und dass das Beschaffungsteam von Fresh Grounds wiederholt und mit Gewalt versucht hat, ihre Felder einzunehmen. Ich glaube, Commandant Daying hat Agnew ein paar Haare ausgerissen. Wer plant diese Termine? Ich werde die Verkaufsabteilung informieren. Sowas darf nicht nochmal passieren. Lustig. Okay, ich werde hier wahrscheinlich viel lesen müssen.